So, jetzt haben wir mal wieder soweit. Wir überholen uns jetzt die Bremssättel. Die haben jetzt wunderbar sauber schon, weil die kommen direkt aus dem Ultraschallbad. Wir machen uns jetzt die Kolben sauber. Und zwar, die habe ich auch ultra geschallt. Allerdings, da haben immer noch so kleine Verkokungen drauf. Da nehme ich mir jetzt ein Metal Polish und mache die sauber. Also die Kolben haben hart verchromt. Mit so einer Politur macht man dem also nichts. Macht man die Hartverchromung jetzt nicht kaputt. Mit einem Schraubenzieher oder so, da könnte man die allerdings schon zerstören. Schauen wir, dass die richtig schön sauber werden. Und keine Riefen mehr aufweisen. Zweimal groß, zweimal klein brauchen wir da pro Sattel. Die Politur muss natürlich komplett dann runter sein, das ist auch klar, weil wir wollen ja nicht, dass wir uns da die neuen Dichtringe gleich einschleifen. Da sieht man schon, das wird. Die werden wunderbar wieder schön. Der Politur. Und wie gesagt, das geht jetzt bloß um die oberflächlichen Verkokungen da wirklich runter zum kriegen. Und da passt es schon. Dann kann man mal mit dem Fingernagel ein bisschen fühlen, dass da keine Kanten drin haben. In dieser Hautverchromung. Gut. Und jetzt nehmen wir uns wieder unser Lithiumfett. Und bauen jetzt da, das sind jetzt Monoblock-Sättel, das bedeutet, dass die beiden Gehäusehälften nicht trennbar haben. Die haben also einen Block, also Monoblock. Das macht es uns jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, dass wir da reinkommen. Ach, da haben sie uns sogar schon her. So, Fett, so Lithiumfett mitgeliefert, dann brauchen wir uns das nicht hernehmen. Erst die dicken. Schmieren wir die gleich wieder ein bisschen ein. Wie ich immer gesagt habe, auch in den letzten Videos habe ich ja schon mal ausführlich ein Video gemacht über die Bremsenüberholung bei dem G6R1100 Projekt. Wer das noch nicht gesehen hat, gerne mal bei mir vorbeischauen und das anlinsen auf meinem Kanal. G6R1100 Projekt. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig zum Filmen da, was ich da mache, weil man sieht da nicht gut. Nein, jetzt nehmen wir uns da so einen Haken zur Hilfe und bringen da das in Position. Ja, das ist schon angenehmer, wenn man den Sattel teilen kann, das sage ich euch. Aber das steifere, bessere Konzept ist natürlich so ein Monoblock-Sattel. Da haben keine Schrauben drin. Das ganze Ding kann sich nicht so verwinden. Da müssen wir halt ein bisschen fummeln. So, der erste ist drin,
Ich weiß nicht, ob man das sieht da überhaupt. Da muss ich also die Ringe reinmachen. Gut, jetzt mache ich die anderen auch alle und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich die Bremskolben einsetze. So, jetzt machen wir uns da die Kolben rein. Wie gesagt, schauen, dass die schön sauber sind und schön flutschen. Ich nehme jetzt mein eigenes Fett, weil da weiß ich, was ich habe. Da weiß ich, dass das gescheit funktioniert. Und dann wieder halt schön einschmieren, einen Film drauflegen. Wie ich immer sage, keine Batzen, keine. So. Legen wir das da drauf. Und das ist natürlich jetzt halt mangels Platz nicht so einfach. Kolben da gerade und sauber rein zu bringen. Aber er geht schon, er rutscht schon. So, da haben wir drin, dann nehmen wir den großen. Da sind wir zwei große, zwei kleine da drin. Da machen wir das jetzt genauso. Es geht natürlich alles ein bisschen streng, aber klar muss er. Ich meine, das muss er zum Schluss auch sauber abdichten. So, und schon ist er drin. Und flutscht wunderbar schön saugend runter. Tja, jetzt würde ich sagen, machen wir uns gleich in einem Aufwasch schauen wir mal, weil das habe ich alles miteinander ins Ultraschallbad geschmissen, ob das da die brauchen wir, oder? Die langen, genau. Jetzt machen wir uns da gleich die neuen Bremsbeläge rein. Da habe ich mir schnell eine Feile und Keramikpaste. So. Ich mache das immer recht gern, wie ich auch beim letzten Mal schon erklärt habe, einfach einmal die Kante brechen. Dann oben unten ganz leicht bloß, dann quietschen die Teufel nicht so, zumindest am Anfang. Gut, dann nehmen wir uns wieder Keramikpaste und immer, kann ich nicht oft genug erklären, manche Leute jauchen das da hinten komplett ein. Das ist eigentlich unsinnig. Wir machen uns nur wieder die Flächen, auf denen der Belag im Sattel gleitet. Mehr braucht es nicht. Wir können uns dann oben auf dem Bolzen auch nochmal ein bisschen was hinmachen. Nur benetzen, dass das da auch nicht rumspritzt. Wir wollen von dem Klump nichts auf der Scheibe haben. Gut, dann legen wir uns den ein. Was mich ein bisschen irritiert, dass da gar keine Spange dabei war. Die Beläge vom Klappern abhalten. Aber gut,
Vielleicht ist das im Rennsport auch unüblich, weil sonst halt klappern. Gut, den Bolzen ein bisschen eingeschmiert, Keramikpaste. Jetzt da die Splinte wieder rein, die haben sinnigerweise mit Sicherungsdraht verbunden. Gut, und jetzt sind die schon drin. Wie gesagt, normalerweise hat man halt da noch so eine Spange, die da drauf drückt, dass halt hier nichts klappern kann. Aber wenn die wenn die Scheibe dazwischen ist, simulieren wir die Scheibe jetzt einmal mit dem Aluteil, dann klappert das sowieso nicht mehr so. Gut, Sattel Nummer 1 ist fertig. Jetzt machen wir dann Sattel Nummer 2 genauso. Dann machen wir genauso den hinteren Sattel, den überholen wir auch noch. Und dann sehen wir uns nachher wieder, wenn ich die Bremspumpen überhole, vorne so wie hinten.